Salzburg. Herzlich willkommen zum nächsten Tag. Jetzt haben wir nicht mehr viele Kästchen bei der Verkostung des Kalea Bier Adventkalenders. Es ist heute schon das 22. Ich bin schon gespannt, auf was wir uns heute freuen dürfen. Und ich habe wieder neue Gäste bei mir im Studio. Zum einen der Manuel aus Bayern heute angereist. Schön, dass du da bist. Hi. Dann der Martin aus Dänemark extra gekommen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Und der Christian aus Österreich, auch dabei heute bei der Verkostung. Freut euch schon darauf? Ja, ja, klar. Natürlich. Es ist ja nicht mehr allzu lange bis zu Weihnachten. Also es wird schon spannend, was uns heute erwartet. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Highlight, mit dem besten, nämlich der Bierverkostung. Ich würde bitten, dass wir unsere Biere bekommen. Das Spannende ist ja wie immer, niemand hier weiß, was in diesen Gläsern drinnen ist. Das heißt, es ist wirklich eine Blindbierverkostung, wie jeden Tag jetzt. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da dabei ist. Ihr habt das Vergnügen, dass ihr euch gleich mal das Bier nehmen dürft. Und wir werden nochmal quasi profimäßig verkosten. Also wir schauen uns an die Farbe, wie die Perlung hinauf ist, wie der Schaum ist. Ihr dürft einmal riechen dran und lasst uns gerne mal dann wissen, wie es euch schmeckt. Schöne Farbe, helle Farbe. So, wie ist denn so der erste Eindruck? Manuel, was sagst du? Ja, sehr angenehmes Bier. Also ich finde es jetzt nicht sehr stark, eher leicht vom Geschmack her. Ich glaube, da könnte man auch 5-6 von trinken. Das ist schon mal gut. Wir haben ja, wird sich ausgehen bis Weihnachten. Martin, was ist dein erster Eindruck? Ich sehe schon, der Schnee fällt nach oben in die Glas. So, das ist sehr schön, der schön hellig. Der hat einen sehr guten Geruch und schmeckt auch sehr gut. Es schmeckt tatsächlich wirklich sehr gut und ich bin auch der Meinung wie du, Manuel, dass das sehr süffig ist. Also da kann man tatsächlich ein bisschen mehr trinken. Jetzt haben wir mal, die sind sehr zufrieden damit, Christian? Sehr süffig, ich schließe mich an. Kann man viel davon trinken, auch in einer Nacht. Und gibt es auch sicher Mädels, die das gerne trinken. Das heißt, ich finde es gut. Ja, sehr schön. Wir haben ja auch die Möglichkeit wieder für euch, dass ihr jetzt dieses Bier bewerten könnt. Also ihr schaut jetzt noch einmal wirklich Farbe, Schaum, Perlung, Geschmack, Geruch und überlegt euch eine Gesamtnote für dieses Bier. Da haben wir sie. So, dann gehen wir mal durch. Ups. Die Noten von 1 bis 5 sind da und du darfst dann einmal abstimmen, was du diesem Bier geben würdest. Ich gebe diesem Bier 4 Punkte. 4 Punkte? Ja. Gut, gehen wir es gleich einmal weiter in die Runde. Magst du vielleicht auch kurz erzählen, warum? Weil es ein trinkfreudiges Bier ist und gleichzeitig auch gut schmeckt. Trinkfreudig, ich finde, es macht wirklich Spaß. Genau. Das ist wirklich fein. Mhm. Martin? Ich würde schon sagen, ich würde auch ein... Mal schauen, ob ich so tief rein... Ja, ich würde... Genau, so ein 4 geben. Ja. Ich finde das auch, ich mag sehr gerne helle Bier und für mich ist das auch irgendwas, dass man den ganzen Abend trinken kann. Da wird man nicht irgendwann um 12 Uhr satt. Na, da kann man wieder weiter trinken und für mich sehr gut. Kann man viele Kekse dazu essen und das Bier ist immer sehr leicht dazu. Gell? Sehr schön. Manuel, was würdest du diesem Bier für ein Ranking geben? Also ich schließe mich der Runde an. Ja, weil? Ich hatte es ja vorhin erwähnt, ich finde es immer wichtig, dass Bier, dass man auch gerne ein zweites trinkt. Mhm. Und ich finde, gefühlt vom Bierstil her, würde ich sagen, ist gut getroffen. Schöne Farbe, schöner Geruch und durchaus verdient 4 Punkte. Ja, absolut. Was würde dir jetzt fehlen auf einen 5er? Kannst du es benennen? Naja, man muss ja ein bisschen Luft nach oben lassen. Meinst du, du hast noch 2 Tage bis Weihnachten, richtig, oder? Ja. Sehr schön. Also, 4 Punkte quer durch die Bank, also gibt es eine Gesamtwertung von 4 Punkten für dieses Bier. Ihr dürft gerne noch einmal einen Schluck nehmen, ich würde es euch einmal anstoßen, kann nicht schaden. Prost! Und dann schauen wir an, welches Bier es denn wirklich gewesen ist. Und da ist der Adventkalender, lieber Christian, ich würde dich bitten, dass du das 22er Kästchen für uns öffnest. Schöne Farbe hat das echt, gell?
So, lese mal vor, was steht oben? Ratsherrn Hamburg Lager. Oh ja, das sagt uns etwas. Schon mal was gehört davon? Ja, tatsächlich. Ich habe ja seit 10 Jahren in Hamburg gelebt und sind immer da hingegangen. So, deshalb hat es mir wahrscheinlich so gut geschmeckt. Ein bisschen von, sag mal, in die Nähe von den, ja, ein bisschen von die Heimat. So, finde ich sehr gut. So. Ja, also wie gesagt, auch sehr, sehr junge Brauerei. Gibt es jetzt seit 10 Jahren, machen sehr, sehr modernes Bier auch. Also sehr locker, wie wir es auch wirklich im Bier drinnen geschmeckt haben. Ja. Und weißt du zufällig auch, was neben der Brauerei ist? Ein Restaurant, ein sehr bekanntes. Nein, weil ich bin in die Ratsherrenkeller gegangen und da lag die, der Modellmuseum für die Eisenbahn. So, das war was anderes bei der Brauerei. Mhm. Nicht so. Nein, sehr coole Location dort auf jeden Fall. Also sollte man mal in Hamburg sein, da gerne auf jeden Fall vorbeischauen. Direkt daneben für die Feinschmecker, die das gerne verbinden, gibt es auch noch ein cooles Restaurant vom Tim Melzer. Also wer das verbinden möchte, auf jeden Fall ein guter Tipp. Ansonsten kann ich sagen, das Bier, sehr, sehr süffig, das haben wir selbst auch gesagt. Ja, das ist jetzt wirklich, kann man noch einmal mit dem Bier, jetzt wo wir wissen, was drinnen ist, definitiv unterstreichen. Milch gehopft, 4% nur, also sehr lässiges Bier für kurz vor Weihnachten, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall viel Spaß. Für all jene, die da noch ein paar Informationen mehr dazu haben möchten, bei uns natürlich auf der Biertasting-App vorbeischauen, da gibt es dann genau alle Detail- und Profi-Informationen zum Bier und dort könnt ihr dann natürlich auch abstimmen, da laden wir euch gerne dazu ein. Und ansonsten würde ich sagen, gerne bei uns noch auf der Homepage vorbeischauen, biertasting.com und gerne auch bei uns im Video ein Like dalassen. Folgt uns noch auf unserem Biertasting-Club hier auf YouTube. Und ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns immer sehr auf Weihnachten. Ihr habt jetzt noch eine Sache verdient besorgt, bevor ich das vergesse. Als Biertaster abgestimmt habt ihr auch, habt ihr euch das jetzt verdient. Bitte schön, Manuel, darfst einen Pin für dich anbringen. Du musst selber einmal unten durchschnupfen. Auch für dich, lieber Martin, gibt es einen Dankeschön, Pin als Official Biertaster jetzt 2023. Wow. Danke. Gell? Für euch wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Verkosten noch, die letzten 2 Tage, die noch bleiben bis Weihnachten. Macht euch eine schöne Zeit und ich würde sagen Prost. 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 Frohe Weihnachten euch ja dann.